Hallo und willkommen zurück zum Mass Effect. Jetzt geht's weiter. Wir haben ein bisschen im letzten Part böse Jungs gejagt und jetzt werden wir mal ein bisschen weiter die kleinen Nebenquests machen, die mich dann auch das Spiel für das Mass Effect 2 beeinflussen werden. Wie gesagt, ich spiele. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Schön, Sie wiederzusehen, Commander. Wir haben ein Problem, bei dem wir Ihre Hilfe benötigen. Eine Gruppe fanatischer Biotiker hat den Vorsitzenden des Parlamentarischen Unterkomitees für transhumane Studien entführt. Der Frachter wurde beschädigt und treibt im All. Fliegen Sie dorthin und kümmern Sie sich darum. Welche Priorität hat die Rettung des Vorsitzenden? Ich würde es vorziehen, wenn Sie ihn retten. Aber wir müssen deutlich machen, dass diese Taktiken nicht ziehen, Commander. Ihre oberste Priorität ist, die Biotiker zu neutralisieren. Was wollen die Biotiker? Es sind L2-Biotiker und die meisten leiden unter starken Nebenwirkungen der Implantate. Das Unterkomitee des Vorsitzenden hat vor kurzem entschieden, dass keinem L2-Biotiker eine Entschädigung gewährt wird. Offenbar wollen sie, dass es sich der Vorsitzende noch einmal überlegt. Mit welchem Widerstand muss ich rechnen? Die Biotiker wurden beim Beladen des Frachters beobachtet. Rechnen Sie mit Fallen und Kampfdrohnen. Nichts, womit Sie nicht fertig werden. Verstanden, Admiral. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich weiß das wirklich zu schätzen, Commander. Ich übermittle Ihnen die letzten bekannten Koordinaten des Frachters. Viel Glück. Fünfte Flotte, Ende. Dann wollen wir das mal eben machen. Und wir nehmen dafür... Logisch. Mr. Kaidan Alenko. Und Liara Tassoni. Ah, ich sehe schon. Das wird nicht friedlich enden. Weil alle werden mir als Feind angezeigt. Ich speichere mal lieber. Aber was ich sagen wollte, ist, ihr seht, ich ziehe das Spiel komplett durch. Jegliche Nebenquest wird gemacht. Eindringlinge! Tötet die Geisel! Wir müssen uns beeilen, wenn wir den Vorsitzenden retten wollen. Dich mache ich fertig! Ich weiß ja, wo die Geisel ist. Da ist sie. Sehen Sie, wie es ist? Man schreibt Briefe und wird von allen ignoriert. Gewalt ist das Einzige, das die Leute verstehen. Wie wäre es, wenn ich den Vorsitzenden Burns töte und diese Scharade beende? Mr. Bitte, Burns. Ich versuche doch nur, Ihrem Volk zu helfen. Tun Sie nichts, was wir alle bereuen müssten. Warum nicht? Was haben wir denn zu verlieren? Da der Vorsitzende hier entschieden hat, dass wir keine Entschädigung bekommen werden, haben wir nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Aber ich habe meine Meinung geändert. Wo ich sie gesehen habe, wurde mir klar, dass sie... Sie hatten ihre Chance. Einige L2 sind aufgrund der Nebenwirkungen der Implantate fast verkrüppelt. Aber Sie sind gegen Entschädigungen. Denken Sie darüber nach. Burns ist der, der Ihnen helfen kann. Ja, wenn Sie mich freilassen, kann ich mir die Entschädigungsanträge nochmal ansehen. Was? Wir sollen Ihnen vertrauen? Ich bin ein L2 wie Sie. Vertrauen Sie mir. Der Commander kann dafür sorgen, dass Burns mitspielt. Klar, Sie versprechen uns die Freiheit und sagen, dass alles gut wird. Aber sobald wir uns ergeben, hintergehen Sie uns. Ich verspreche nicht, Sie gehen zu lassen. Ich sage nur, dass Burns sich die Sache nochmal ansieht. Nicht wahr, Burns? Sicher. Ich hatte keine Ahnung, dass die L2-Biotiker so verzweifelt sind. Hätte ich das gewusst? Es wird Entschädigungen geben. Das verspreche ich Ihnen. Sie haben recht. Ich will nicht sterben. Vielleicht passiert ja diesmal was. Ich gebe auf. Danke, Commander. Ich dachte schon, ich wäre erledigt.
Ich werde dafür sorgen, dass die Entschädigungsdiskussion weitergeführt wird. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie so verzweifelt waren. Ein Kreuzer der 5. Flotte wird Sie und die Gefangenen in Kürze abholen. Ich bin sehr vorbildlich. Dich mache ich fertig! Hä? Man sollte immer alles mitnehmen, was gut für die Ausrüstung ist. Und der steht immer noch da und will mich angreifen. Ah, das schaffen wir, glaube ich. Oh. Na komm. Perfekt. Alles nehmen. Ich bin ja fertig. Ich habe ja alles getan, was ich für euch tun konnte, ihr lieben Biotika. Aber ich werde Mass Effect niemals auf Renegade spielen. Das wäre einfach nicht korrekt. Verlassen sind zurück, sagen wir, jawohl. So, das wäre geschafft. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Danke, dass Sie sich um die Geiselnahme gekümmert haben, Commander. Der Vorsitzende Burns war sehr beeindruckt, wie Sie die Situation auf friedliche Weise gelöst haben. Ach, ich tue nur, Ihre was Hilfe ich kann. Auch außerhalb Ihrer formalen Pflichten wurde zur Kenntnis genommen, Commander. 5. Flotte Ende. Aber gerne doch, Admiral Hackett. So was mache ich doch gerne. Was haben wir noch hier für Sachen? Nichts zum Aufsammeln. So. Da ist noch ein Planet. Das gehört mir. So. Theos. Und das ist das System. Das System. Jata, Nerum, Cleansey. Ja, hier war ich doch schon. Im System. War ich in dem schon? Hm. Oh, hier war ich glaube ich noch nicht. Atmos. Wollen wir uns ein bisschen hier umschauen, ob wir ein paar Sachen einsammeln können. Ich überlege, was war hier? Travel. Ja. Ah, hier war ich einfach mal noch nicht, okay. Na komm schon. Die Maus zögert mal ein bisschen. Das nervt mich. Mal gucken, was es hier zu finden gibt. Mal gespannt, ob ich hier schon war. Und wir nehmen eine Ptalisora und nehmen wir die mal mit. Aber oh, sonst muss mir mein Headset, meine Ohren weh und mein Kopf von dem Headset hier. Mal gucken, was es hier zu finden gibt. Forschungsbasis. Ja. Schon.
Ich bin froh, dass der Mako sich hier nicht überschlagen kann. Weil es mir ist noch nicht passiert, dass der Mako sich überschlagen hat. Hier war schon seit einer Weile niemand mehr. So. Vielleicht wollen wir mal gucken, was wir jetzt so finden. Alles nehmen, alles gehört mir. Laut dieser Aufzeichnungen hat das Erkundungsteam eine Art Alien-Technologie ausgegraben. Wir sollten uns mal an der Ausgrabungsstätte umsehen. Dort könnten einige Antworten zu finden sein. Würde ich auch sagen. Was haben wir hier? Alles nehmen. Hier ist nichts mehr vor uns. Gut. Aber was wir ein bisschen umsehen. Und die Ausgrabungsstätte. Dort. Warum? Falsch Richtung. Dort. Da ist er. Gut eingepackt. Wollen wir gucken, was uns hier erwartet. Oh, was für ein Geräusch. Maschinenkultisten. Das Erkundungsteam muss eine Art Alien-Technologie ausgegraben haben, die es in hirnlose Fanatiker verwandelt hat. Was immer sie gefunden haben, ist schon seit langem nicht mehr hier. Warum sind die Türen verschlossen? Uah. Durchgeknallte Irre. Oh.
getan, was ich für sie tun konnte. Jetzt sind sie auf sich allein gestellt. Tja. Verlassen wir lieber dieses unterirdische Gewölbe. Dieses Geräusch gefällt mir sowieso nicht. Verfolgen mich. Nein, lasst mich in Ruhe. Hilfe! Ah, Mann. Aua. Damit wäre das erledigt, was hier passiert ist. Zurück zu Normandy. So. Das wäre erledigt. Ich guck mal, was wir noch für Nebenquests haben. So, alles hat's gelesen. Mal gucken. Würde ich mal kurz sagen, dass wir zur Citadel zurückfliegen. Docken wir mal kurz an der Citadel an. Smalltalk mit ein paar Leuten führen. Aber erstmal ganz unten anfangen. Dum-di-dum. Schade, dass hier keine schöne Fahrstuhlmusik existiert. Dum-di-dum-di-dum. Keine Fahrstuhlmusik für mich, das finde ich schade. Shepard, gut, dass Sie hier sind. Schön, Sie wieder lächeln zu sehen. Gewissermaßen. Ich schlafe jetzt viel besser. Ich habe mich wohl an die Stille auf diesem Schiff gewöhnt. Aber ich denke immer noch viel an meine Pilgerreise. Ich weiß, dass Saren höchste Priorität hat. Ich hatte nur gehofft, auf einer der vielen Welten, die wir aufgesucht haben, etwas zu finden, das ich zurück zur Flottille bringen kann. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Sie werden schon noch etwas finden. Ja, aber ein ausgedientes Schiff als Ersatzteillager wird meinen Leuten nicht reichen. Es muss schon etwas Besseres sein. Man erwartet viel von mir. Warum erwartet man so viel von Ihnen? Es hat mit meinem Vater zu tun. Er ist ein hohes Mitglied des Admiralitätsrates. Er ist einer von nur 5 Leuten, die die Entschlüsse des Konzils zum Wohl der Migrantenflotte überstimmen können.
Mein Vater ist verantwortlich für das Leben von 17 Millionen Leuten, für unser ganzes Volk. Und ich bin sein einziges Kind. Dann sind Sie so etwas wie eine quarianische Thronfolgerin. Nein, so funktioniert das nicht. Die Position meines Vaters ist nicht vererbbar. Ich persönlich werde wohl niemals im Admiralitätsrat sitzen. Offiziell bin ich eine gewöhnliche Bürgerin wie alle anderen. Aber in der Praxis sieht das anders aus. Aufgrund meines Vaters haben mich die Leute immer anders behandelt. Sie müssen viele Privilegien genießen. In meiner Kindheit hatte ich es wohl leichter als die meisten anderen. Aber es gibt auch Nachteile. Leute wie mein Vater haben viele Feinde. Und sie zögern nicht, mich zu nutzen, um ihm zu schaden. Das muss schwer für Sie sein. Mein Volk legt hohen Wert auf die Familie und die Herkunft. Es gibt die unausgesprochene Erwartung, dass ich in seine Fußstapfen trete. Alle erwarten von mir, dass ich etwas ganz Besonderes von meiner Pilgerreise mitbringe. Etwas, das unser Leben positiv und dauerhaft verändern wird. Wenn ich es nicht schaffe, gelte ich als Versagerin. Und das hätte unangenehme Folgen für mich und meinen Vater. Ihre Arbeit hier ist wichtiger als alles, was andere Quarianer jemals getan haben. Ja, ich weiß. Aber die quarianische Kultur ist nicht einfach zu verstehen. Wir sind eine sehr isolierte Gesellschaft. Ereignisse, die nicht unmittelbar unsere Flottille betreffen, sind den normalen Bürgern egal. Unser größter Traum ist, eines Tages nach Hause zurückzukehren und die Geht zu vertreiben. Aber selbst wenn wir Saren aufhalten, wird das nicht geschehen. Hinter dem Nebel gibt es noch Millionen von Geht. Und solange sie noch dort sind, müssen wir im Exil leben. Was zum Beispiel könnten Sie denn mitbringen, um alle glücklich zu machen? Etwas, was uns helfen kann, die Geht besser zu verstehen. Seit unserer Flucht haben sie sich deutlich verändert. Sie scheinen sich zu entwickeln. Wir haben sie gründlich studiert, aber es ist nicht einfach. Sie sind sehr scheu. Noch bis vor kurzem haben sie den Nebel niemals verlassen. Und alle Geht, denen wir jetzt begegnet sind, stehen unter Sarens Kontrolle. Wir müssen Geht finden, die eigenständig agieren, unabhängig. Aber ich will damit nicht unsere Mission behindern, Shepard. Erst müssen wir Saren aufhalten. Dann werde ich mich um meine anderen Probleme kümmern. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Das war ja schon die private Mission, die wir für Tali machen können. Und das wird sich auch lohnen für die nächsten Mass Effect-Teile. Was wollen Sie, Shepard? Schon gut. Aber das hier, das sind die nächsten Gespräche... Würde ich sagen, machen wir im nächsten Part. Bis dann.